Hallihallo miteinander und willkommen im Sommer. Also hier ist es absolut Strahlenwetter, auch schon ein paar Tage zuvor, ja. Bin jetzt hier wieder mal am Video aufnehmen und beginnen wir doch gleich mit einem interessanten Content. Eigentlich so die Tasty Trades kommen zuletzt mehr auf. Eigentlich ist es ja Tasty Trade Mantra Managing Winners bei 50%. Das meiste. Es gibt also Straddles, wo man 25% oder Debit Spreads, aber sonst eine 50% mit Short-Positionen. Das ist einerseits eben vor allem, um die großen Drawdowns verhindern, die Position früh zu schließen, damit man nicht in die späten Zeitfenster kommt, sicher dann von 14 Tagen, aber eigentlich von 20 Tagen weg bis zum Verfall ist von Tasty Trade ausgewertet, dass dann so, da geht's eben wird's volatiler, weil es näher zum Verfall ist und man da nicht mehr die ganz stabile P&L hat. Und es geht darum, einfach seine P&L zu zentrieren, nicht zu große Drawdowns zu haben. Mit 50% Manage Winners macht man das. Allerdings, wenn es schon von Anfang an Verlierer ist und nie 50%, werden die natürlich dann, wenn es so will, nach diesen Statistiken hat, nie gemanagt. Sprich, da nimmt man einfach den Verlust hin, den es dann schlussendlich ergibt. Dann gibt es eben noch die andere Theorie, dass man einfach noch Zeit managt, nicht gar nicht auf die 50%, sondern auch sagt, nach 22 Tagen, also die Hälfte der Tradezeit, Cut, schließen Trade, egal was ist. Okay. Das ist kurz die Zusammenfassung. Since Managing Winners works better in stable markets. Also, Managing Winners bei 50% funktioniert eigentlich besser, wenn es stabile Märkte sind. Und Managing Earlier, also früher, profitiert besser, wenn es volatil ist, weil man dann hat man auch die größeren Drawdowns und durch dieses Earlier weicht man denen halt aus. Und jetzt will Tasty Trade hier herausfinden, ob man daraus eine Regel bauen kann, wenn man eigentlich diese zwei kombiniert. Also, how is the performance if we manage positions at 50% winners when VIX is low, also in stabilen Phasen, und wenn der VIX hoch ist, also in volatilen Phasen, dann geht man das Managing nach Early los. Also, schauen wir rein. So ist die Studie aufgebaut. Diese Strangles wieder, immer auf den SPI, 45 Tage bis zum Verfall. Die meisten Daten sind eben so von 2005, also sind 12 Jahre. Ist auch natürlich die Krise drin 2008, das ist auch immer was Gutes. Und man vergleicht, wie immer, Holding to Expiration. Dann Managing Winners, when VIX is smaller, also wenn der VIX unter 15 ist, am Trade Entry Tag, dann nimmt man die Managing Winners. Und wenn der VIX am Aufsetzungstag über 15 ist, dann nimmt man die, managt man einfach noch earlier, nach einer gewissen Zeit. Okay, dann vergleichen wir mal. Brauchen wir wohl was zu schreiben. Also hier sieht man natürlich ganz schön, wenn es bei 50% Gewinner, das ist die Average, die durchschnittliche P&L. Die wird am Mittelpunkt wird sie besser. Und wenn man das kombiniert, voilà, es wird nochmal besser. Also rein von der Statistik her schon mal besser. Was ein bisschen lower ist, aber auch nicht so viel, ist diese 89% gegen das. Also es ist nicht mal so, also die Erfolgsrate. Die Duration ist eigentlich überall 23 Tage. Das kommt hin. Und hier sehen wir einfach, die Largest Losses sind hier höher. Beim Midpoint das und das muss ja natürlich einer der beiden sein dann schlussendlich. Also die nackten Zahlen sprechen schon mal keine schlechte Sprache. Was ist jetzt aber mit einer kumulierten Performance? Immer wenn man einfach immer einen Kontrakt tradet. Das kennt ihr ja schon, diese Studie. Meistens schauen wir es dann einfach hin. Also wenn man es bis zum Verfall hält, kommt man nach 12 Jahren so raus. Wenn man immer die Gewinner managt, kommt man so raus. Und dann, wenn man die Combo macht, kommt man so raus. Also es scheint echt was dabei zu sein. Was ist der Hauptgrund? Natürlich eben, wenn der VIX tief ist, profitiert man von Aufwärtsmärkten. Wenn der VIX hoch ist,
Dann hier vor allem, hier seht ihr in der Krise, zuerst ist eigentlich das Managing Winner hier ist besser gestartet, war höher. Hier war es dann zwar der Vergleich, aber jetzt seht ihr, das Managing Winner kommt hier raus und das andere hier. Also vor allem gut, wenn man die Winner managt, earlier managt, die Drawdowns kann man vermindern. Das ist das, was das am Schluss hier ausmacht, glaube ich auch. Und sonst ist es zum Teil ist hier noch gleich, weil zum Teil wird natürlich nach dieser, irgendwie hier 2017 muss es ja fast gleich sein, weil da war der WIX nie höher, also wird dann genau die Strategie umgesetzt. Finde ich schon mal sehr interessant, diese Combo. Next, what about is average volatility by looking at the deltas? Auch immer interessant, wie entwickeln sich die Deltas. Auch hier seht ihr, es ist eine schöne enge Range, also man kommt nicht in, also man plus 100 oder minus 100 ist, also sagen die Deltas aus dem Ufer gehen. Klar, sie streuen sich weiter, umso, wenn man Delta neutral aufsetzt, nach ein paar Tagen, umso länger streuen sie sich auf. Aber hier seht ihr, zur Hälfte ist ziemlich genau ein Cut. Und dann sind vor allem natürlich dann die, die Delta neutral sind, die sind auch gemanagt, weil die werden bei 50% Gewinner sein. Deshalb hier diese Graben und dann einfach diese zwei Röhren. Das sind die Trades, die nicht earlier gemanagt werden, aber dann aus dem Ruder gelaufen sind bei Managing 50%, die nicht gemanagt worden sind. Ja, finde ich auch sehr eine geile Grafik immer wieder. Was sind die Takeaways? The combination of managing winners and earlier based on Wix levels provided greater performance. Voila. This combination strategy also well controlled the portfolio volatility. Also auch die Volatilität eben. Also eigentlich müsste man so machen. Im Video könnt ihr eben verlinke es auch wieder. Wird auch so kurz Tom Sosnoff. Man weiß es, macht man es. Ja, ich glaube nicht, dass man das so streng, aber was ich für mich mitnehme, ist, dass wenn der WIX hoch ist und dann eine Position nicht bei 50% gemanagt werden kann, so um die Hälfte herum, dass ich dann, wenn entweder ich schließe oder wenn der WIX dann immer noch hoch ist, dass die probieren halt rauszurollen, weil dann kann ich ja, wenn es Sinn macht und Zeitwert hingibt, wenn es dann eh nur noch in eine Richtung ist, dann schließt man das halt da. Das sind so meine Takeaways. Vielleicht habt ihr eigene, könnt ihr das gerne drunter schreiben. Sonst freue ich mich immer über Kommentare, freue mich über Daumen hoch und genießt den Sommer. Macht's gut, bis dann, tschüss.